Yo, meine Freunde, willkommen auf meinem Paskalationskanal. Das ist die zweite Reaction für heute. Wir haben auf Azad Reaction, habe ich jetzt gerade online gestellt. Setze mich jetzt an AZ, Capital Bra, BLFL, was auch immer das heißt, weiß ich noch nicht. Beatzer, Joker F haben das Ding produziert, wie oft bei Capi Songs. Obwohl ich glaube, die haben für AZ und Albi sein Album auch was gemacht. Bin gespannt, ob eine Album-Single ist. Ich glaube nicht. Dieses Capi AZ-Ding, das soll ja schon Ewigkeiten stehen. Ich glaube, die haben sich schon getroffen da zu der CB6-Zeit, weil Nash ja damals auch auf dem Album war. Und ich meine, zu der Zeit kamen auch Studio-Videos und so raus. Also ich würde sagen, wir gucken mal rein, ob es so hitmäßiger ist, ob es richtiger Rap ist. Wir gucken einfach mal, was die beiden da gemacht haben. Let's go. Ich bin gespannt. Ja, Bro. Ja, hört sich schon mal eher dreckig an, feier ich halt. So sweet. Fast Life Berlin lebt. Bratan, was geht da? Hol die Tiger. Video kann ich noch mal kurz einblenden hier. SP Sonon Produktions. Ich kenne die jetzt nicht, aber die haben anscheinend das Video gemacht. So. Fast Life lebt, Berlin lebt. Intro ist am Start hier. Ah, check, gib ihm bra. Ich sprich du durch die Inter. Alter, geht gut los. Also, es hat jetzt noch nicht angefangen mit dem Track, aber solche Videos, also soll jetzt kein Front sein, so ein kleiner schon. Bei Capi weißt du halt nie, ob du so ein Hotel-Video kriegst oder ein vernünftiges Video. Das Video sieht richtig nice aus mit den Tiger. Gang am Start. Gucken noch mal. Check, gib ihm bra. Ich sprich du durch die Hintertür mit dem Ukrainer. Mit Diplomatenstatus lauf ich mitten durch Pristina. 50er Kaliber, wer will sich an mein Tisch setzen? Als ich schon Kilos drückte, konntest du noch nicht sprechen. Was? Als ich schon Kilos drückte, konntest du noch nicht am Tisch sitzen. Hast du das richtig verstanden? Und Capi lacht sich nur einen ab, Alter. So psychomäßig. Joker Bra war da auf jeden Fall am Start. Als ich schon Kilos drückte, konntest du noch nicht sprechen. Nee. Was? Als ich schon Kilos drückte, konntest du noch nicht sprechen. Also AZ ist schon lange der auf der Street, würde ich damit sagen. Tiger ist hier auch nochmal am Start. Pyrotechnik am Start. Autos am Start. Rap nach vorne, Street, Digga. Bis jetzt, Alter, 34 Sekunden, Alter. Ich bin positiv überrascht. Ich habe erst gedacht, dass wieder einen auf Spotify-Hit-mäßig irgendwas gemacht. Alles oder nicht so lalle. Alle zwischen Albumphase und Gerichtsverfahren. Pam, pam, sollen sie mich mit Kugeln jagen? Doch der Albaner in meinem Garten lässt mich ruhig schlafen. Zwischen Albumphase und Gerichts ist schon geile Line, gerade bei AZ und der Story und so, die man ja kennt. Ist schon echt nice gerappt hier von AZ. AZ kann eh unfassbar krass rappen für mich. Der Albaner in meinem Garten lässt mich ruhig schlafen. Ich bin für ein paar Jahre reingegangen und wusste nicht, ob ich mit dieser Scheiße weitermache. Nein, die Schule hat uns nie was beigebracht. Egal, ein Lelelelele hat uns reich gemacht. Ich bin besonders froh. Oh, jetzt geht's los, Alter. Ja, das war auch eine nice Aktion nochmal. Komm nochmal. Mit dieser Scheiße weitermacht. Nein, die Schule hat uns nie was beigebracht. Egal, ein Lelelele hat uns reich gemacht. Das ist natürlich die Antwort auf dieses Lelele, was ja auch viele nicht mehr hören konnten auch. Und dann noch, die Schule hat uns nichts beigebracht, aber ein Lelele hat uns reich gemacht. Haben wir beide diese Songs, Capi und Samra damals mit Bushido, kennt ja auch jeder. Und dann gab es ja auch noch diesen Song von AZ, Pate fließt. Und von AZ und Suna gab es auch noch mal einen Lelele-Track. Aber mal sehen, was noch kommt. Ich bin so der Drucker zum Ecker. 10 Uhr morgens, nicht mal FaceTime mit Neymar. Mein Gegner liegt am Boden und ich dreh nach. Kapiert sind wie so Goku und wie Gator. Boah, was für ein Monster-Hook, Alter. Übertrieben nice. Ich gemacht. Ich bin so der Drucker zum Ecker. 10 Uhr morgens, nicht mal FaceTime mit Neymar. Mein Gegner liegt am Boden und ich dreh nach. Kapiert sind wie so Goku und wie Gator. Ich bin so, dass Ruka zu nicht mal FaceTime mit Neymar. Stimmt.
Neymar hat doch irgendwie so eine Nachricht gekriegt, so geschickt Richtung Capi, wegen Musik, irgendwas, wegen Album, genau, weil Draxler ja Capi was gepostet hat und da war Neymar auch daneben und so. Ist schon nice gewesen von Neymar, einfach so eine Nachricht. Kapierte wie so Goku und wie Gator. Ich besorg das Rucker zum Maker. 10 Uhr morgens nicht mal FaceTime mit So, ich Neymar. so auf Pause drücke. Hook hört sich übertrieben nice an. Erster Part von AZ, brutal. Ganz anderer Song, als ich gewartet habe. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Reaction mache. Ich war jetzt so, ob ich darauf jetzt Bock habe. So. Ich dachte, wenn die das erste Mal was machen, wird es so eher krass auf Hit getrimmt. Aber der Song gefällt mir gut, ey. Mein Gegner liegt am Boden und ich lebe. Kapiert wie so ein Goku und wie Gator. Oh, ja, bra. Ja. Oh. Komm mit dem Album durch die Vordertür. Ich sei so abgefickt. Auf Deutsch gibt's noch kein Wort dafür. Berlin ist nicht gut, Boah, Asyl. ich komme in den Albu durch die Tür, ihr seid so hart gefickt, es gibt noch kein Wort dafür. Kapi, Digga, öfter mal so rappen, Alter, feier ich übertrieben. So abgefickt. Auf Deutsch gibt's noch kein Wort dafür. Berlin ist nicht gut, Asyl. Nach der ersten Nase pack ich dich im Kofferraum. Willkommen in der ersten Klasse. Mir ist scheißegal, ob du breit bist. Wer Eltern beleidigt, wird direkt gesteinigt. Machen wir zurück, Alter. So eher ein Vorbildaktion von Kap. In der ersten Klasse. Mir ist scheißegal, ob du breit bist. Wer Eltern beleidigt, wird direkt Mir ist gesteinigt. scheißegal, ob du breit bist. Wer Eltern beleidigt, wird direkt gesteinigt. Digga, geil. Weil der Bra vor keinem Angst hat. Außer vor Gott und dem Finanzamt. Wir machen Parabrat am Wasserheim. Blut fließt auf den Asphalt. 50k für den Anwalt. Kein Problem. Berlin lebt fast live. Ich besorg das Ruka zum Eka. Brutales Ding hier auch von Kapi, geil gerappt. Haben auch nur Angst vor Gott und dem Finanzamt. Auch eine geile Line hier zum Schluss. Schade, dass es nur 2,39 geht. Wäre noch geil gewesen. Klar, wäre jetzt zu übertrieben gedacht, wenn die jetzt so nach der Hook nochmal so ein Part gemacht hätten, vielleicht, wo die noch so abwechselnd gerappt hätten in so in einem Part. Das hätte ich noch übertrieben gefeiert. Aber sonst, Monster-Song von Hook bis Parts. Finde ich richtig krass. Mein Gegner liegt am Boden und ich lebe nach. Kapiert wie so ein Goku und wie Gator. Ich besorg das Ruhrkart zum Eker. 10 Uhr morgens nicht mal FaceTime mit Neymar. Digga, schreibt mal in eure Kommentare, was habt ihr für einen Song erwartet und seid ihr auch so krass positiv überrascht worden wie ich? Oder habt ihr gesagt, ah, wird eh krass? Ich war mir da nicht so sicher, Digga. Aber ich feiere es übertrieben. Ich feiere AZ und Capi ja auch eigentlich. Aber manche Sachen halt auch nicht. Ist schwierig manchmal. Gerade bei Capi. Berlin lebt eins, sein Album. Digga, habe ich das gefeiert. Aber mittlerweile höre ich jetzt nicht mehr so viel Capi, muss ich schon zugeben. Mein Gegner liegt am Boden und ich lebe nach. Capi hat wie so ein Goku und wie geht das? Und was man nochmal sagen muss, das Video ist auch endgeil. Für gerade weil ein Capi feiere ich übertrieben. Ist ein geiles Video auch mit dem Tiger. So AZ hat sowas ja auch schon öfter gemacht mit Bären, mit Maulkorb bei 9 Milli und so. Capi auch schon mal, aber ist schon krass, das Video. Feier ich. Jo, das war's mit der Reaction von AZ Capital Bra. Ah, Berlin lebt fast live, heißt es übrigens, hätte ich auch drauf kommen können eigentlich. Fuck. Geiles Ding. Hab nix Schlechtes zu sagen, wirklich gar nichts. Parts sind geil, geile Sprüche sind dabei, Beat ist geil. Ja, Hook, Video, ich feier alles, Alter. Also, Digga, endkrasses Ding. Und. Das war's auch schon von mir. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und bis bald, meine Freunde. Peace.